trafen sich auf einer Lichtung. Es waren nur noch wenige. Die Zeit hatte ihre Spuren in die Gesichter gegraben, wie in die Erinnerungen. Doch ihre Augen leuchteten ungebrochen. Sie wussten, wozu sie da standen. Jetzt galt es, weiterzumachen. Und als der erste Schreit lohnte, das sahen sie. Das Lederwanderer war zerrissen.
aufheben und einstecken. Die Erwachsenen verboten es ihnen. Als sie den Platz verließen, wollte trockener Mann eine Nachtigall sang, ein Eichhörnchen huschte. Als das Kind erwachsen geworden war, das suchte es, die Leute.